Hallo Leute, hallo meine Lieben. Also wir kochen heute wieder, ja, und zwar eine Kartoffelsuppe, ja. Aber das ist eine Kartoffelsuppe, die ich früher als kleiner Bub, ja, vom Zuhause kenne, ja. Also Mutter hat das gekocht, Vater hat das gekocht, mein Vater mochte auch kochen. Nur wenn er manchmal gekocht hat, dann war schwer mit dem Essen, ne? Aber es war okay. So, und wie ich immer so sage, Glaube versetzt die Berge. Und jetzt geben wir richtig Gas. So Leute, ich bin ja jetzt hier gerade noch am Kartoffelschälen. Also ich habe ja schon viele Kartoffeln geschält, weil ich warte ja nicht, bis die alle geschält sind. Ja, das dauert einfach alles viel zu lange. Ja, aber ich mache das gerne. Ich habe das zu Hause gelernt, wie viele andere Sachen auch. Ja, meine Mutter hat mir sehr viel beigebracht, mein Vater auch, aber er ist dann früh krank geworden. Da war ich gerade 12 Jahre alt, ja. Also dann war Schluss mit Lernen von ihm, ne? Aber von der Mutter habe ich sehr viel gelernt, ja. Also ich kann ihr sehr viel verdanken, was ich gelernt habe. So, dann haben wir ja eine Kartoffel wieder geschält. So, super. So, also wie ich gesagt habe, ich habe ja schon die Kartoffel geschält. Jetzt habe ich noch den einen noch dazu gemacht. Geschält. So, kommt ja sofort hier rein. Ich zeige euch das gleich. So, meine Lieben, also das sind die Kartoffeln, die ich jetzt geschält habe. Und dann habe ich hier die Sachen, die wir noch brauchen für die Suppe. Ja, das sind ja Möhrchen, Porree, Sellerie. Dann haben wir aus dem Garten das Grünzeug gebracht. Das ist Petersilie und auch Magie. Ja. Nur wir haben das gestern gebracht, deswegen sieht das so ein bisschen also schlecht aus. Also ist aber nicht kaputt. Das ist ja vom gestern aus dem Garten gebracht, ja. So, und dann haben wir da noch eine Rinderbrühe hier, ne? Und natürlich, wir haben ja auch hier auch ein bisschen Rindfleisch, nicht zu viel, ja? So, also muss ja auch sein, ja? So, Leute, wir machen diese ganze Suppe in einem kleinen Topf, also wir haben ja auch große Töpfe, aber wir nur zwei, also meine Frau und ich, also uns reicht das. Also ich mache das jetzt mal auf. Oh, das Wasser kocht schon. Jetzt tun wir mal auch gleich das Fleisch rein. Ja, hier haben wir ja das Fleisch. Dann tue ich mal das Fleisch, das ist ja schon ausgespült und so weiter, rein. So, sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. So, das Fleisch ist drin, Leute. So, also ich werde jetzt die Möhren schälen, ja. Ich habe ja hier 3 Stück für so einen kleinen Topf, reicht das? Normalerweise gibt man ja auch ein bisschen mehr, aber wie gesagt, ich mache ja nicht so viel von der Suppe. So, jetzt tue ich mal die Möhren schälen. Das geht natürlich wunderbar. Ne? Das ist hier so ein Gerät, so ein Handgerät, Messer, ja, zum Möhren schneiden. Das ist super Sache, ne? Also geht ganz einfach. Das kann jeder machen. Ach ja, Leute. So, wie gesagt, das sind 3 Möhrchen. Ja, aber ich muss euch sagen, ich gebe zu der Suppe noch ein Zeh Knoblauch, ja. Und das ergibt zusätzlich einen wunderbaren Geschmack, ja. Ja, das machen wir ja nicht immer. Also ich habe mir das so ausgedacht und ich habe das schon mal ausprobiert und das war wirklich eine, also sehr, sehr guter Geschmack war das. Also da kann man nichts Schlimmes dazu sagen. So Leute, die Möhrchen habe ich inzwischen also noch kleiner geschnitten. Jetzt tue ich mal diesen Knoblauch. Ja, also ich sag's euch, man kann ja ganz ruhig zu Kartoffelsuppe, also ein Zeh Knoblauch geben. Man muss ja nicht zu viel davon geben, wie gesagt.
Aber ein C reicht, ja. So. So, jetzt tun wir mal auch noch Porree. Ja, also ich nehme das einfach so. Ich schneide nur die Enden ab. Also hier, damit das so frisch aussieht. Ja, das ist hier gekauft. Ne? Das ist gekauft. So Leute, und hier haben wir ja Sellerie. Ja, das ist auch natürlich gekauft. Ne? Aber für so einen Topf, was ich da habe, nehme ich nur noch nur die Hälfte davon, also von der Sellerie her, ja? Weil so ein großes Stück muss ja nicht sein. Ja, so, ich tue das jetzt auch hier mit diesem Helfer, Schneiderhelfer oder wie man das bezeichnen soll. Ne? So, hier das bisschen ab, die Schale. So Leute, und während das da kocht, ja, ich mache mir hier jetzt einen Kaffee, ja. Hier habe ich ja schon Pulvermilch drin, ja. Das tue ich mal mir eingießen, Kaffee, ja. Ah, ich liebe Kaffee, also ich sage es euch, ich liebe Kaffee. Ich bin ein Kaffeetrinker, meine Frau natürlich auch, wir beide. Ne? Also super. Super, Kaffee beruhigt die Seele. Kaffee beruhigt die Seele. So, meine Lieben, also in unserer beschissenen Welt, sage ich mal so, ja. Also es geht ja um die Scheißkriege, ja. Aber was komisch ist, ne, was komisch ist, also früher, das ist noch nicht so lange her, da gab es Politiker, die wollten mit keinem Krieg was zu tun haben. Und heute, das ist Wahnsinn, das ist nicht normal. Alle wollen Krieg. Überhaupt hier unsere Politiker, die treiben und treiben Richtung Krieg. Und die wollen die junge Menschen, wenn es zu etwas kommt, die jungen Menschen in den Tod schicken. So Leute, ich habe jetzt die Kartoffel hier, habe ich angemacht. Und jetzt tue ich auch noch Salz rein. Ja, sollen die mal auch kochen schon. Also immer 3 Teelöffel Salz. So Leute, hier ist alles schön am Kochen. Ne? Also dauert nicht mehr lange, da tue ich schon mal, ja, die Kartoffeln, die brauchen jetzt noch ein bisschen. Dann tue ich schon mal diese ganze Möhren und das ganze Gemüse reinwerfen. So, also wir haben jetzt alles hier praktisch fertig. Das heißt fertig, die Suppe ist noch nicht fertig, aber hier alles geschält und so weiter und vorbereitet und so. Da habe ich ja noch die Brühe. Jetzt tue ich mal schon hier etwas reinwerfen, ja. Und zwar das Gemüse, das heißt, diese Sellerie kommt jetzt rein. Ja, hier. Sellerie, dann die Porree, ja, rein und hier dieser Knoblauch, was ich klein geschnitten habe, ja, plus die Möhren, alles zusammen rein. So, wunderbar, sehr gut, super, jetzt lassen wir mal das etwas kochen, ja, und danach geben wir etwas Brühe und dann kommt das Grillzeug rein, ja. Dauert noch ein bisschen, Leute. So, meine Lieben, also hier die Suppe, die kocht wunderbar. Ich tue jetzt da Brühe rein, ja. Das ist Rinderbrühe, ja, die ist ja so ungefähr so etwas mehr wie ein Viertel voll. So, ich schütte die jetzt einfach rein, so einfach so. Sehr gut. Sehr gut, Leute. So, Leute, ich tue noch zu der Suppe 2 Rinderbouillons, ja. Also das schmeckt dann wunderbar noch, ja, so. Also hier, ja. Zack. Und hier ist noch ein. Also 2 Rinderbouillons. Ja, so, wunderbar. So, Leute. Also die Suppe, ich wollte noch so ein bisschen erzählen, wie das früher zu Hause war. Also natürlich, Mutter hat dann versucht, einen halben Huhn oder sowas zu bekommen, ja.
und dann wurde die Suppe gekocht, ja. Und das Fleisch natürlich, oder wenn das Rindfleisch war, oder wie auch gesagt, ein Huhn, dann hat immer der Vater bekommen, weil der hat die schwere Arbeit gemacht und so weiter, und da braucht er richtig Essen, ne? Also Kräfte bekommen. Und wir haben natürlich nur die Brühe bekommen und Kartoffeln, ne? Also die Rest, also der Rest der Familie, ne? Also das war normal damals, das war überall so, das war nicht nur bei uns, ja. War schon lustig. So Leute, ich gebe jetzt das Grüne rein, ja. So, ich mache jetzt hier den Deckel auf, ja. Das ist ja richtig voll am Kochen und ich tue jetzt das Grüne rein, ja. Also das ist hier dieser Lippstock, Magi genannt, ja. So, das Ganze kommt jetzt hier schön rein, wunderbar, mit dem Löffel noch nachgeholfen, so, so, wunderbar. So, und jetzt kommt hier die Petersilie auch noch rein, wunderbar. Hier habe ich noch so kleine Stücke drin, das kann ja auch noch rein. So, sehr gut. Und jetzt muss das wieder ein bisschen, also das soll ja jetzt nicht so kochen, nur ein bisschen ganz leicht soll aufgekocht werden. So meine Lieben, ich tue schon jetzt die Kartoffel abgießen, ja. So, das ist, also die sind fertig. So. So Leute, so meine Lieben, also wir haben das hier schon fertig, alles. Die Suppe ist fertig. Jetzt hole ich nun mal das Grillzeug raus, ne? Weil, also ich esse das nicht. Ich mag diesen Geruch, diesen Geschmack, das alles. Nur ich esse das nicht. Auch Porree und so weiter, das ist nicht mein Essen. Ja gut, das ist ja nichts Schlimmes, ne? Weil nicht jeder muss alles mögen, ja? So, ich tue schon mal Kartoffeln aufs Teller, ja. So, wunderbar. Ich zeige euch das gleich aus der Nähe, wie immer, ne. Das ist immer die gleiche Prozedur, ja. Ach ja, ich sag's euch. Sehr gut, noch ein bisschen. So, das muss ja reichen. So, jetzt nehme ich mal hier die Suppe, ja, wunderbar, sehr gut. So sieht die Suppe aus der Nähe, ja, also das sieht schon sehr gut aus, denke ich mir, also da muss man ja nicht rummeckern. Super. So, okay Leute, ich werde das jetzt hier mal essen. Ja, ich sag euch gleich, wie das schmeckt. Ja, ich hätte natürlich jeden die Suppe angeboten, also anbieten. Kann man ja immer. Ne? Ich mag, wenn Leute mögen etwas, was ich mache. Ja. So. Also ich muss euch sagen, eine leckere Brühe ist das, wunderbar. Schmeckt herrlich. Lecker. Sehr gut. Ist mir sehr gut gelungen. Also muss ich sagen. So Leute, also dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, ja. Wenn einer möchte das machen, das ist keine Kunst, wie immer, wie ich immer so sage. Das ist ganz einfach und kostet nicht viel Geld. So, bleibt mal alle gesund, achtet auf euch und benutzt euren eigenen Gehirn, ja. Und lasst euch nicht steuern von irgendwelchen Medien und so weiter, die uns nur die Hälfte berichten. Oder nur 20% von der Wahrheit. Okay, bleibt mal alle gesund.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, 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 tschüss.